Ach ja, was war das wieder für ein anstrengender Tag. Naja, tut ganz gut, jetzt nach Hause zu kommen. Gutes altes Haus, schon einiges gemacht. Okay, Tür ist offen. Naja, wird schon nichts sein. So, erstmal diese nervige, schwere Rüstung anziehen. Aber naja, heutzutage ist man draußen auch nicht mehr sicher. So, gucken wir es mal. Hallo? Hallo Luca, was... Was machst du, Lukas? Ist was passiert? Ist alles gut, Luca? Haben die Tor noch nicht geschlossen? Ja, Leute, wir haben die... Ah, Eskalation! Oh, okay, dann tut's mal. Ja, Leute, wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Das ist... Wow, das ist einfach... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du jetzt tatsächlich irgendwann mal hinbekommen, als wir den Channel eröffnet haben. Das ist... Wow. Also, ich freue mich mega. Vielen, vielen Dank dafür. Und... Ja, was soll ich sagen? Wir haben einige Leute kennengelernt, wir haben sowohl positive als auch negative Erfahrungen und Erinnerungen gesammelt. Wobei jetzt die positiven natürlich überwiegen. Ich glaube, das ist auch immer ein ziemlich wichtiger Bestandteil. Sonst, glaube ich, wäre das nicht ganz so angenehm, das zu machen. Und ja, es gibt ein paar Leute, die wir danken möchten. Erstmal muss ich sagen, möchte ich ganz klar Luca danken. Luca, auch wenn ich es manchmal nicht so, Immer gern. wenn ich es dir nicht so offen zeige und wenn es manchmal mein Tonfall vielleicht nicht so erahnen lässt. Du bist ein richtiger Kackspast. Nein, Spaß. Ja, du machst deinen Job richtig gut. Ne? Das ist, ich bin mal ein bisschen strenger mit dir, das weiß ich. Ich gehe mal nicht in die Ecke, sonst fängst du wieder an zu laggen kurz. Aber das ist echt, du machst einen echt guten Job, gibst dein Bestes und ja, da kommen auch ganz ordentliche Ergebnisse mit raus. Auch hier zum Beispiel in Sunrise bist du ein sehr wunderbares, aktives Mitglied. Dann möchte ich noch Blackzone danken dafür, dass er seit Ewigkeiten dabei ist. Er hat uns ja selbst zu einigen Projekten bzw. zu einigen Videos, wie zum Beispiel das Battlefield-Edit, komplett alleine dazu inspiriert und er ist halt einfach immer da und ist halt einfach dabei. Das sind Menschen, an die erinnere ich mich selbst. Und dann möchte ich noch einmal Pisi danken, denn Pisi unterstützt uns auch schon seit wirklich einer sehr langen Zeit, sowie durch Motivation, durch Feedback, als auch tatsächlich durch eine finanzielle Spende, durch die wir jetzt auch ein Teamspeak, ein Sunrise Teamspeak ermöglichen konnten. Vielen Dank dafür und ja, das zählt auch allen. Und ja, da draußen an alle an euch auch nochmal diesen Dankeschön. Wir werden noch ein weiteres Video machen, wo wir mal so ansprechen, was wir zum 200 Abo Special machen, weil wir haben ein paar, ich glaube, ganz schnieke Sachen gekauft, ne? Und ja, die wollen wir eigentlich ganz gerne mit euch teilen, oder was meinst du, Luca? Ja, das wäre schon reizend. Ja, ne, das ist schon, dass ihr lange überlegt, was es sein wird und ich will nicht zu viel spoilern. Also ihr werdet bald sehen, was es sein wird. Hat ein bisschen mehr Geld gekostet, sag ich mal. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass wir so viel das nicht reinstecken, aber wir haben uns die Kosten geteilt und ich meine 200 Abonnenten, das ist vor allem für mich, bisschen für uns schon einiges. Deswegen sollte man da auch vielleicht mal nicht so knausern. So, ich mache noch mal kurz Time, Saturday. Auf jeden Fall, ja, das Video kommt morgen oder so. Und ja, ich möchte auch nochmal an alle Sunrise-Teilnehmer hier ein großes Dankeschön aussprechen, dass sie hier so ordentlich wunderbar aktiv dabei sind, dass sie sich hier Mühe geben und dass sie uns hier ermöglichen, ein großes, buntes und vielfältiges Projekt auf die Beine zu ziehen. Denn alleine geht das natürlich nicht. Wir können nicht 10 oder 20 Leute ersetzen. Aber das ist wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Und naja, ich würde sagen, das war's soweit. Falls ihr Feedback oder andere Rückmeldungen habt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und schreibt mir doch auch mal, seit wann ihr dabei seid. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, morgen kommt ein Video. Luca, verletzt sich bitte nicht selbst, ja? Morgen kommt ein Video, wo wir darüber reden, was es alles geben wird in unserem Giveaway. Und ja, ich hoffe, Luca wird es auch noch bald besser gehen und er ist nicht mehr so suizidal. Aber naja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vielleicht wollt ihr auch dem einen oder anderen Freund oder der einen oder anderen Freundin unseren Channel etwas näher ans Herzen legen. Wir würden uns mega freuen, auf jeden Fall, wenn ihr sagt, jo, mir gefallen die, ich mag die, dann teilt einfach mal das Video mit anderen. Vielleicht finden auch noch andere dran gefallen. Wie gesagt, ihr könnt euch wirklich sicher sein, dass ihr uns damit unterstützt und dass wir nur Gutes im Schilde führen und hier ganz ehrlich mit ehrlicher Sache und mit ehrlichem Tatendrang dran arbeiten. Und ich würde sagen, das wurde auch ganz gut belohnt durch 200 Abonnenten. Gut, damit ich hier mal zum Schluss komme, würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, tschüss.